Bonsoir und guten Abend. Willkommen bei Arte Kultur. Schön, dass Sie mit dabei sind. Seine riesige Metallskulptur Angel of the North im Nordosten Englands hat Anthony Gormley weltbekannt gemacht. Another Place heißt diese Installation. Einen Krieg der Antike, wohl den bekanntesten, hat der französische Komponist Hector Berlioz jahrelang versucht, in eine Oper zu verfassen. Die Trojaner sind ein Schlüsselwerk des 19. Jahrhunderts, auch wenn diese Mammutoper zu Berlioz' Lebzeiten keinesfalls ein Renner war. 1855 nahm er die Komposition in Angriff. Erst 10 Jahre später war er damit fertig. Vor rund einem Jahr hat alles angefangen. In der Pariser Vorstadt Clichy-sous-Bois flüchteten zwei Jugendliche vor der Polizei und starben dabei. Darauf eskalierte der Konflikt in den französischen Vorstädten. Clichy ist seitdem mit dem Randale-Klischee behaftet. Dem wollte der Bürgermeister ein Ende setzen und lud 12 Fotografen ein. Ihre Aufgabe? Clichy ohne Klischee zu fotografieren. Die klassische Musik feiert sich jedes Jahr mit dem Echo Classic Award. Die besten Einspielungen des vergangenen Jahres werden ausgezeichnet. Gestern war es wieder soweit. Mehr dazu jetzt in unserem Classic News von Annette Gerlach. Versetzen Sie sich in das New York von 1981. Künstler wie Andy Warhol, Keith Haring oder auch die junge Madonna treffen sich in Clubs wie dem Studio 54. Die ersten Tags und Graffiti sind auf den Mauern zu finden und zwei Filmemacher fangen die Underground-Musikszene ein. Eine große Basquiat-Schau läuft derzeit übrigens in Mailand im Triennale-Palast. Mehr als 80 Gemälde und 40 Zeichnungen sind zu sehen. In der Cinémathèque Française in Paris beginnt morgen eine ganz besondere Ausstellung. Die 33. Pariser Messe für zeitgenössische und moderne Kunst präsentiert sich ab heute erstmals wieder im Grand Palais und sogar der Louvre wurde mit einbezogen. 168 Galerien stellen ihre Künstler aus. Jérôme Cassou nimmt uns jetzt mit zu einer Fiaktour mit dem Roller. Ein Kasache, der nicht mal richtiger Kasache ist, bringt derzeit die halbe Welt zum Lachen, von London bis nach New York. Borat, der fiktive TV-Journalist, ist aufgebrochen, um den Kasachen Amerika zu erklären. Und zwar politisch absolut inkorrekt. Grit Hoffmann. Damit sind unsere 12 Kulturminuten schon wieder vorbei. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen, wie immer um 20 Uhr. Danke, merci und ciao.